frohe Botschaft, die wir so gern verkünden und die wir auch leben und zeigen. Und wo dann dummerweise diese Institution Kirche immer wieder dagegen steht, wo man dann immer mit so kommt, ja, ich bin ja gar kein gläubiger Mensch, ich bin ja gar kein Christ, aber ihr mit euren, und dann geht's los, die Kirche, der Apparat, die Machtstrukturen. Und das ist immer dieses Gegenargument, das ist oft viel schwieriger, als die Menschen von der Freude am Christsein zu überzeugen. Aber da klar zu machen, dass das eine oder das andere nicht funktioniert, ist schwierig. Und das Leben ohne Kirche ist immer für die einen das beste Argument. Ne? Ich muss da nicht rein, um ein guter Gläubiger zu sein, ein gläubiger Mensch zu sein. Ja, weil ich. Das ist natürlich falsch, aber Argument. Ich glaube auch, dass man sowas nicht rational begründen kann. Also ganz ehrlich, wenn ich jemals daran gezweifelt hätte, warum sowas wie Kirche eine tolle Institution ist, hätte ich heute Abend nur den Gottesdienst mitfeiern müssen und mir wäre klar geworden, warum es diese Kirche braucht. Und ich glaube, Menschen begreifen, was das Tolle an Kirche ist, wenn sie Kirche so lebendig erleben, wie wir sie heute Abend lebendig hier erleben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Aber ich will noch auf einen anderen Punkt hinaus. Sie haben völlig recht. Auch hier, gestatten Sie mir ein kleines Filmzitat. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Contact kennen, wie vor ein paar Jahren im Kino, Jodie Foster, Matthew McConaughey. Spannende Geschichte im Außerirdischen. Also Details lasse ich weg. Aber es geht um einen ganz kleinen Teil. Also Menschen in der heutigen Zeit, spielt heute, suchen Botschaft Außerirdischer. Und da gibt es also riesen Radioteleskope, die den Himmel absuchen nach Signalen aus dem All. Gibt es ja wirklich, was gibt es in Lateinamerika, mehr riesige Teleskope, die also immer gucken, kommen da irgendwelche Signale, Tonsignale, akustische Signale und so weiter. In dem Film ist es dann so, es kommt wirklich ein Signal, alles in heller Aufregung. Und sagen, wow, ja, die erste Botschaft außerirdischer. Und dann gelingt es ihnen auch irgendwie mit ganz, ganz viel Computerhilfe, diese Bilder zu entschlüsseln, das ist ganz, ganz kompliziert. Und dann sehen sie diese Bilder und was sie sehen, sind Bilder von den Olympischen Spielen, und seit 1936 in Berlin von Adolf Hitler. Und alle gucken an den Kopf und sagen, wie kann das denn sein? Bis ein Physiker auf die Lösung kommt und sagt, klar, das waren die ersten Fernsehsignale, die wir weltweit ausgestrahlt haben, die nicht über Kabel, sondern über Sendemasten weltweit ausgestrahlt wurden. Und wer auch immer diese Außerirdischen sind, die senden uns quasi die ersten Bilder, die sie von uns empfangen haben, senden sie uns wieder zurück, um zu zeigen, dass sie uns quasi verstanden haben, was da angekommen ist. Sie merken, warum ich meinen Bild hin will. Vieles von dem, was wir zurückkriegen, ist ein Zurückkriegen. Und das muss man erst mal wahrnehmen. Und ich glaube, es wäre zum Beispiel auch mal eine durchaus Bußaufgabe, das meine ich ganz ehrlich, also ich leide daran, wenn ich manchmal sehe, wie auch teilweise ungerecht Kirche schlecht ankommt. Also bei aller, ich habe ja heute auch in der Präsentation gesagt, bei aller Kritikwürdigkeit, die aus dem Evangelium selber entspringt, und aller Selbstreinigung und immer wieder zu gucken, auch Kirche muss immer wieder gucken, sich auf das Wort Gottes einzulassen. Aber natürlich gibt es Punkte, da schlage ich die Zeitung auf und es zerreißt mich förmlich, weil ich denke, wie kann man so ungerecht mit dieser Kirche, die ich doch so sehr liebe, umgehen? Aber dann denke ich an diesen Film Contact und denke, Moment mal, vielleicht ist das ja nur eine Reaktion. Und vielleicht ist es auch eine Form der Buße, und das meine ich jetzt wirklich, also im Sinne von, es darf mich auch mal wehtun, eine Form der Buße, zu sagen, ich halte diesen Schmerz jetzt mal aus. Ich halte den Schmerz aus, dass vieles von dem, was ich eigentlich als frohe Botschaft empfinde und wo ich Kirche als eine wunderbare Einrichtung empfinde, als eine lebendige Kirche, als eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, die mich trägt, bei anderen Menschen offensichtlich ganz anders ankommt, sonst würden sie mir nicht diese Signale zurücksenden. Und das kann auch eine Form der Buße sein, der Besinnung sein. Und das ist an jedem von uns. Also ich glaube, so dieses etwas, ich sag mal, der blamiert die ganze Innung, dieser Spruch, gilt natürlich für jeden von uns Christen. Jeder von uns ist aufgerufen, sozusagen Maßstab zu sein für andere, dass man sagt, toll, beeindruckend, so möchte ich auch leben. Zum hoher Anspruch. Es wird aber auch keiner behaupten, dass Christsein einfach weg. Also mich würde jetzt noch mal interessieren, Sie haben ja in der Kirche heute Nachmittag oder am Abend von der Versuchung gesprochen. Und ich denke, das ist ja immer so als Christ in der Welt, oder wenn man heute probiert, irgendwie sein Christsein zu leben, ist man ja der Versuchung ausgesetzt, weil die Welt legt einem ja sowas ganz anderes entgegen. Und gerade wenn man jetzt so als Jugendlicher lebt oder als junger Christ,
Es ist schon schwierig, irgendwie ein bisschen diesem Mainstream entgegenzuschwimmen und so. Und weil man oft mit den ganzen Versuchen konfrontiert wird, wie man einfach manchmal damit ganz praktisch umgehen soll. Also vielleicht könnten Sie dazu irgendwie was sagen. Ja. Also ich glaube, ich will jetzt nicht rausreden, aber ich glaube, das ist schon natürlich eine sehr persönliche Art und Weise, weil man auch, glaube ich, in diesen Anfechtungen wächst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube schon, Sie kennen auch dieses berühmte Paulus-Zitat, als ich ein Kind war, rede ich wie ein Kind, jetzt rede ich wie ein Erwachsener. Das ist ein wichtiger Punkt. Also man wächst ja auch im Glauben. Es wäre ja ganz gruselig, wenn wir uns vorstellen würden, dass wir einmal sozusagen eine Glaubensintensität, Stabilität gegenüber Versuchungen erreicht haben und mich kann jetzt nichts mehr anfechten. Das wäre ja auch ganz gruselig. Also ich meine, dann wäre ich ja wirklich sozusagen abgekapselt gegen den Rest der Welt und diese Welt würde mich völlig kalt lassen. Aber Sie haben recht, dass man auch verschiedene Phasen, verschieden empfindsam ist für solche Dinge, die einem dann sozusagen versuchen. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir manchmal bei diesen Versuchungen viel zu groß denken. Also, siehe heutiges Evangelium, da werden die Reiche der Welt zu Füßen gelegt. Also, mir wurden noch nie Reiche der Welt zu Füßen gelegt. Das ist nicht so die Versuchung, unter der ich leide. Aber es gibt andere. Und wenn wir zum Beispiel mal das, was da übersetzt wird, mal mit Macht übersetzen. Also, die Reiche der Welt im Sinne Macht ausüben über andere. Andere dominieren. Andere meinen Willen aufzwingen. Und zwar gegen deren Willen. Dann kann man das, glaube ich, runterbrechen in einer Art und Weise, wo jede von Ihnen und jeder sofort Dinge einfallen würden, wo Sie sagen würden, schwierig, wirklich schwierig. Es gibt im Englischen so einen schönen Satz, dass also Liebe heißt, to putting another one first. Das heißt also, den anderen an die erste Stelle setzen. Es geht nicht um meine Interessen, es geht um den anderen. Ich finde es ein sehr schönes Sprachbild, deutlich zu machen, ich nehme mich selber zurück, der andere soll sozusagen wachsen, soll seine Möglichkeiten haben, soll sich entfalten können. Und der Clou ist ja, zumindest so wie ich das in Freundschaften erlebe, dass es dann auch meistens funktioniert. Ich glaube, was diese Frage der Versuchungen angeht, zum einen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir eben eine Gemeinschaft sind, also nicht alleine sind. Und dass es von frühester Zeit der Kirche wichtig war, dass man sich auch gemeinsam über diese Dinge ausgetauscht hat. In Glaubensgesprächen, in Katechumenatsgruppen, wenn Sie daran denken, die früheste Form der Buße, die die Kirche kennt, ist eine öffentliche Buße. Die Beichte ist eine ganz späte Entwicklung. Die früheste Form der Buße ist, der Büßer zum Bischof geht und sagt, ich habe das und das angestellt. Und dann darf der mal 3 Jahre lang in seiner Tasche durch die Gemeinde rennen, bis er wieder zur Eucharistie zugelassen wird. Also Sie merken, diese Frage der Anfechtung und die Frage überhaupt dieser Versuchung, das ist, wir haben uns so angewöhnt, das so zu privatisieren, es geht nur mich was an. Und ich muss da jetzt sozusagen auch natürlich, fast so als, ich bin ja so eine Art GI, so ein ganz, ganz toller Marine des Christentums, ich als Superchrist, Superhero, muss damit ganz alleine klarkommen. Nee, muss ich gar nicht. Denn ich habe Schwestern und Brüder, die vielleicht genauso in Versuchung geraten, die genauso angefochten sind, die genauso ihre Glaubenszweifel haben. Der Satz, den der auferstandene Herr Petrus sagt auf die Frage, liebst du mich, ist dann weide meine Schafe im Sinne von stärke deine Brüder, baue die Gemeinschaft auf. Das heißt, wir haben da auch füreinander eine Funktion. Ich denke zum Beispiel, dass bei der Frage, wenn es im Moment um so Fragen geht, Priesterberufungen, Gemeindezusammenlegungen und so weiter, viel zu wenig mit dem Blick hineinkommt, wie das positive Verhältnis ist zwischen denjenigen, die als Amtsträger Verantwortung nehmen und der Gemeinde, die sie darin unterstützen. Ich erlebe im Moment immer wieder, wenn ich solche Fortbildungstagungen mache für Priester, Priester, die sagen, ich habe eigentlich mehr so, ich arbeite gegen meine Gemeinde als mit meiner Gemeinde. Das ist absurd. Das kann es nicht sein. Umgekehrt geht es auch nicht darum, dass da vorne ein Priester sich selbst verwirklicht, sondern der hat eine dienende Funktion für diesen Leib Christi, für diese Gemeinde, um die aufzubauen. Und ich glaube, wenn wir uns dabei helfen, zum Beispiel auch helfen auf dem Weg nach Ostern hin, ist das schon ein ganz deutliches Zeichen, dass wir hier auch wirklich alle in einem Boot sitzen. Um das ganz praktisch liturgisch Ihnen zu erzählen, ich helfe jetzt in einer Gemeinde hier aus, in Dürbachtal, in Heiliggeist. Und wir hatten also sehr viele Leute im Gottesdienst. Und ich war das so in Münster gewöhnt, wo ich 15 Jahre lang jetzt tätig war, dass selbstverständlich das Aschenkreuz nicht nur von Priestern, sondern auch von Laien ausgeteilt wird, also von Leuten aus der Gemeinde.
Und ich habe es dann also in den Liturgieausschuss vorgeschlagen. Dann guckten die erstmal alle ganz entsetzt, was für absonderliche Ideen ich denn hätte. Ja, ich kann sie also beruhigen, es steht im Kirchenrecht nichts davon drin, dass Aschenkreuze nur Priester austeilen dürfen. Das ist kein Sakrament, also das ist zwar geweihte Asche, aber das ist das Zeichen der Umkehr aller Getauften. Und dann habe ich erst diesen zwei Kommunionhelfern, waren zwei ältere, wirklich gestandene Damen, das Aschenkreuz auf die Stirn gemacht. Dann ist diese ältere Dame, die locker meine Großmutter sein könnte, vor mich hingetreten, hat mir das Aschenkreuz auf die Stirn gemacht. Und da ging wirklich die ganze Gemeinde so an, geraumelt, ne? Wo ich dachte, das ist der Punkt. Wir sind gemeinsam als Büßer, wir sind gemeinsam als Menschen auf dem Weg, die gemeinsam sich stärken darin, jetzt auf dem Weg auf Ostern hin. Das heißt nicht, dass es keine Anfechtungen mehr gibt. Das heißt auch nicht, dass es leicht wird. Ich glaube auch nicht, also auch da würde ich ein bisschen davor warnen, ich glaube, es wäre ein sehr seltsames Gottesbild, wenn Gott uns heute mehr versuchen würde als Generationen vor uns. Also warum sollte er das tun? Das wäre ein sehr sadistischer Gott, der jetzt sagt, ausgerechnet im Jahr 2010, dass ich mal ganz fiese Glaubensprüfungen einfallen, damit die Menschen in dieser eh zusammenbrechenden, schrumpfenden Kirche jetzt nochmal so richtig herausgefordert werden. Also das entspricht nicht ganz meinem Gottesverständnis. Also ich glaube, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Wenn ich demnächst, jetzt hier der 16. März hier in Würzburg, wenn ich mit älteren Leuten aus Würzburg ins Gespräch komme, die diese zerbombte Stadt erlebt haben, das sind auch Herausforderungen, das sind auch Anfechtungen, wenn sie ganze Familien in den Trümmern verloren haben, wenn sie ihre Angehörigen nicht mehr beerdigen konnten, weil einfach von denen nichts mehr übrig war. Wie hält ihr Glaube an Gott das stand? Wie bewährt sich ein Glaube an Gott in solchen Phasen, wo es wirklich hart auf hart geht? Ich glaube, das gab es in jeder Zeit, für alle Zeiten, für alle Generationen. Und ich glaube, wir können uns diese Anfechtungen nicht aussuchen. Also ich glaube, wir müssen einfach gucken, der liebe Gott hat uns in diese Welt gestellt und er traut uns, und das war das, was ich versucht habe deutlich zu machen, mit dem der Taufe haben wir das Rüstzeug empfangen. Er traut uns, und das völlig total irre an dieser Sache, er traut uns zu, dass wir damit klarkommen. Er setzt auf uns Menschen. Er sagt, ihr Menschen, ihr packt das. Wenn ihr wollt. Ihr müsst nur wollen. Das ist das Tolle.